So, ich möchte euch jetzt mal noch zeigen, was man hier für verschiedene Bildlayouts machen kann. Das heißt, über den Startbildschirm haben wir ja schon gesprochen in einem anderen Video. Jetzt möchte ich mal zeigen, was man für Bildlayouts machen kann. Das heißt, man braucht nicht einfach nur ein Bild machen und hat dann das ganze Bild damit gefüllt. Man kann verschiedene, ja, man hat super viele Möglichkeiten. Man kann einen Rahmen drumlegen, man kann ein Logo drauflegen, den Namen von dem Brautpaar. Namen vom Geburtstagskind, das Datum noch. Man kann Rahmen verschnörkeln, man kann auch nicht nur ein Bild machen, man kann auch zwei, drei oder vier Bilder und die verschieden positionieren. Und genau das, was man da für Möglichkeiten hat, möchte ich jetzt mal zeigen. So, jetzt mal einfach ein ganz normales Foto. Kann man auch prima als Porträt nutzen. So, das heißt, hier hätte man jetzt noch die Druckfunktion. Man kann jetzt hier noch einstellen, dass man Facebook zum Beispiel oder E-Mail hätte. So, jetzt habe ich das mal umgestellt auf ein anderes Layout. Und zwar haben wir dann vier Fotos. Die vier Fotos werden auch direkt hintereinander gemacht mit jeweils 5 Sekunden Abstand. Das heißt, man kann sie jedes Mal neu positionieren, bis die vier Fotos fertig sind. Und dann entsteht ein fertiges Bild. Da unten sieht man es auch gleich. Im Boden, dass man die vier Fotos hat. Da wird auch jetzt das erste halt angezeigt. So, man kann sich jetzt noch mal irgendwie ein lustiges Teil dazu nehmen. So. Hut und Brille. Und was haben wir jetzt noch? Nicht nur was. So, perfekt, habe ich mich wieder lächerlich gemacht hier. Ja, und fertig ist das Bild. Das kann man natürlich auch noch ändern, dass man hier eventuell noch ein Zeichen hinmacht, ein Logo oder wie gesagt, irgendwie Name vom Hochzeitspaar. Man kann natürlich den Hintergrund noch ändern. Hier ist es einfach nur weiß. Und ja. So, jetzt habe ich das nochmal umgestellt auf ein Layout, das hatte ich auf Karneval benutzt. Da sieht man einfach mal die Möglichkeit, verschiedene Elemente drüber zu legen. In den Rahmen und Konfetti hatte ich in diesem Fall. Sah ganz lustig aus. Ich zeige es mal. Duckface. So. Da sieht man es einfach mal, einen schönen Rahmen, hier ist ein bisschen Konfetti, Luftschlangen passend zum Thema Karneval. Ja, rot, das sollte einfach einen Kontrast darstellen. Hier oben hatte ich noch ein Logo von den Karnevalsverein hier aus Obstsprunge. Ja, ist eine schöne Geschichte. So, jetzt habe ich das Ganze noch umgestellt auf ein Layout, was eigentlich passt zu einer Hochzeit. Ein bisschen kitschig, das ist halt ja, Geschmackssache. Es sieht ganz schön aus, schön hell, schön bunt. Ich zeige es jetzt einfach mal. In diesem Fall werden halt drei Fotos gemacht. Man sieht es unten an den drei Bildern. So, das erste ist im Kasten. Das zweite wird direkt hinterher geschossen. Drehen wir es mal andersrum. Und das letzte Bild kommt jetzt auch direkt hinterher. Ja. Sieht scheiße aus. Gut. Und hier sieht man es einfach mal dann eingefügt in das Layout. Drei Fotos. Hier hat man es einfach mal beispielshalber, habe ich mal so ein, so ein Logo genommen von einer Hochzeit. Da sieht man halt also hier den Namen, schön das Datum. Man hat sofort den Bezug dazu. Ja, und so könnte man es dann auch ausdrucken. Und das zeige ich gleich auch nochmal in einem anderen Video.